Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Das war gerade der Blick aufs Milaneo und jetzt einen Schwenk rum 180 Grad, bevor wir die Baustelle Wolframstraße anschauen. Hier noch eine kurze Einstellung. Da wird also schon einiges zurückgebaut. Rechts das Technikgebäude ist nicht mehr zu erkennen. Die vorletzte Bodenplatte wird gerade armiert in diesem Bereich. Dann fehlt noch ein Segment bis zur Wolframstraße. Die Wolframstraße selbst ist verschwenkt nach links. Der Verkehr lief die ganze Zeit weiter rechts und wir sehen hier zwei große Schächte. An der Stelle, an der beim letzten Video noch der Verkehr floss. Gute Besserung. Für alle, die neu auf dem Kanal sind, hier sehen wir gerade, wie die S-Bahn in den Tunnel Hauptbahnhof runterfährt und eine andere kommt gerade hoch. Und in Zukunft bleibt gleich da unten. Der Tunnel hier unter dem Gleis ist schon fertig bis hierher. Dann braucht es noch das Stück Wolframstraße und ab dort ist es auch fertig bis zur Haltestelle Mitternachtstraße der neuen.
dann Verzweigung nach Bad Cannstatt und zum Nordbahnhof. Und das Ganze bedeutet, in Zukunft können die Linien 1, 2, 3 umsteigen auf 4, 5 und 6 schon an Mitternachtsstraße. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.